Ja, meine Damen und Herren, ein historischer Moment. Angela Merkel ist die erste Herrscherin Deutschlands, die abgedankt hat wegen zu viel Unterstützung. Ich stehe hier live vor dem Reichstag in Berlin und versuche, ein paar erste Stimmen einzufangen. Guten Tag, hallo. Dürfte ich Sie fragen, was glauben Sie, wer tritt nun die Nachfolge an in der Regierung? Also ich habe immer gesagt, das muss der Friedrich Ebert machen. Sie meinen Friedrich Merz? Wer ist denn Ditte? Der Bruder von Wilhelm Januar oder was? Nee, nee. Ich meine schon den Fritze Ebert. Friedrich Ebert, den verstorbenen SPD-Parteivorsitzenden? Ja, für mich ist der Ebert gestorben, seit er für den Krieg war. Ich bin eher für Liebknecht, aber immer gegen den Ersten Weltkrieg. Ey, du kannst doch nicht Erster Weltkrieg sagen. Das ist ja hier 1918. Wir können ja nicht wissen, dass es noch einen Zweiten gegeben hat. Moment, ich höre gerade, es wird eine Erklärung verlesen. Wir schalten live auf den Balkon des Reichstags. Die alte Morsche ist zusammengebrochen. Entschuldigung. Das alte Morsche ist zusammengebrochen. Der Kaiser hat abgedankt. Der Merkelismus, der Militarismus ist vorüber. Es lebe die Republik. Ja, jetzt. Es lebe die Republik. Hoch, 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 hoch. Was machen Sie denn da, Herr von Wagner? Hatten wir diese Art der Bad Segeberger Freilichtspiele nicht hinter uns gelassen? Und ich meine, was spielen Sie denn da eigentlich? Warte, lass mich raten, nichts verraten. Eine Balustrade, ein Politiker mit langem Bart. Man hat Christian Lindner bei Jamaika auf dem Balkon vergessen. Hören Sie, man sieht das doch. Ich bin Philipp Scheidemann, ein SPD-Reichstagsabgeordneter und gerade dabei, die Weimarer Republik auszurufen. Ach Gott, wie sage ich es Ihnen? Sie sind 100 Jahre zu spät dran. Nein, die damaligen Ereignisse sind doch heute so aktuell wie nie. Hören Sie, durch die Parallelen sind doch unverkennbar. Heute wie damals haben wir ein Machtvakuum in Berlin. Heute wie damals scheint das politische System sich aufzulösen. Heute wie damals reden wir endlich über die großen politischen Alternativen. Oh ja, Jens, Friedrich oder Annegret? Nein! Hören Sie zu, wir sehen doch gerade, wie ein dunkles Zeitalter zu Ende geht. Oder wie Kramp-Karrenbauer das gesagt hat, eine bleierne Zeit. Was? Wegen der vielen Querschüsse aus Bayern oder warum? Und wieso überhaupt Scheidemann? Wollen Sie mit Ihrer Revolutionsgymnastik vielleicht andeuten, dass die SPD jemals die treibende Kraft eines Aufstands gewesen sein könnte? Das stimmt heute nicht und es stimmt damals auch nicht. Das wäre ja schon mal eine Parallele. Ich stehe doch hier, weil die SPD gerade den Aufstand probt gegen Hartz IV. Ja, weil ihnen die Leute weglaufen. Genau wie Scheidemann damals übrigens. Der stand ja nur da drüben auf dem Balkon, weil er wusste, dass der Sozialist Liebknecht zwei Stunden später auf diesem Balkon eine richtige Revolution ausrufen würde. Vielleicht sollte sich die Wagenknecht auch mal auf einen Balkon stellen. Hören Sie doch mal zu. Wagenknecht, Liebknecht, die haben doch gar nicht die Massen hinter sich. Aber hinter mir, da steht das Volk. Ah, wo ist denn Ihr Volk? Ja, das da. Wir sind das Volk. Ja. Wie, alle beide, oder? Sagen Sie mal, was stellen Sie eigentlich da? Ja, ich glaube, wir sind der Matrosenaufstand aus Kiel. Ja, aber glaube, natürlich sind Sie das. So hat doch die Revolution 1918 in Deutschland begonnen. Tapfere Matrosen haben die kaiserliche Flotte am Auslaufen gehindert. Ja, wo ist denn da jetzt die historische Parallele? Na, die Bundeswehrschiffe können auch nicht auslaufen. Sagen Sie mal, wo haben Sie die beiden denn her? Ja, das sind irgendwelche Statisten. Ja, aber wenigstens die Parallele stimmt, nicht wahr? Für die SPD war 1918 das Volk ja auch nur Statist. Ja, das ist jetzt Ihre polemische Auslegung, das stimmt überhaupt. Ja, nach in Ihrem Geschichtsbuch, nicht wahr? Die SPD hat doch die Aufständischen am ersten Tag der Revolution abends schon nach Hause geschickt und hat ihnen gesagt, jetzt geht mal schön nach Hause, nicht wahr? Ihr gefährdet unsere Regierungsbeteiligung. Das sagen Sie zu Ihrer Basis noch heute. Ja, ist ja schon wieder eine Parallele.
Hören Sie doch mal auf, es geht hier doch nicht nur um die SPD, sondern den Leuten mal wieder aufzuzeigen, dass Politik nicht alternativlos ist, sondern dass Angela Merkel den Weg freigemacht hat für... Die Alternative für Deutschland. Was? Ja, wenn hier einer demnächst eine Revolution ausruft, nicht wahr, dann ist das ja wohl der Bernd Höcke. Das ist die historische Parallele, die Sie mal spielen sollten. Ach, sorry. Nun, lassen Sie mal Ihre albernen Bilderwitzchen, verstehen Sie? Der Mann ist gefährlich. Ja, dann sind wir jetzt hier fertig. Nö, bleiben Sie ruhig. Die AfD braucht immer Volk. Na gut, also wenn die Gage stimmt, dann... Ja, ich habe ja gehört, die zahlen jetzt in Schweizer Franken. Ja, hier, hören Sie mal hier. Höcke im Buch geschrieben. Hier, laut Höcke befindet sich unsere Demokratie im letzten Verfallsstadium. Aha, toll. Das hat er geschrieben. Was kommt dann? Die Zeit des Wolfes. Die Zeit des Wolfes. Ja, und dann zitiert er Machiavelli. Nur ein Alleinherrscher kann das zerrüttete Gemeinwesen wieder in Ordnung bringen. Warum zitiert Höcke denn Machiavelli? Ja, weil der vom Verfassungsschutz nicht mehr beobachtet werden kann. Wenn ich mal ganz kurz, warum braucht denn der Höcke eigentlich ein Volk, wenn er eine Alleinherrschaft ausruft? Ja, für seine Machtübernahme. Mensch, reißen Sie sich mal zusammen. Wissen Sie, was er auch gesagt hat? Ja, dass er alle Bundespolizisten, die sich Merkel nicht entgegengestellt haben, irgendwann dafür büßen lassen wird. Ja? Zur Rechenschaft ziehen. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was der mit so linken Staatsdichtern wie Ihnen macht. Ja? Feine Sahne Fischfilet. Sie verstehen? Jetzt lassen Sie sich doch von den Rechten nicht... Ach, hören Sie auf, Herr Utter, lassen Sie sich von den Rechten... Die Rechten, die legen Sie rein, die wollen gar keine wahre Revolution gegen das Establishment. Die wollen höchstens eine Revolte gegen alles das, was Ihnen fremd erscheint. Nein, die Rechten, die trauen sich doch an die herrschenden Besitzverhältnisse gar nicht ran. Ach, anders als Scheidemann, oder wie? Die SPD hat doch 1918 auch alle alten Machthaber in ihren Positionen gelassen. Die Militärs, Beamte, Industrielle, die Besitzverhältnisse haben die doch nie angetastet. Die SPD hat sich an die wirklich Mächtigen doch nie rangetraut. Das stimmt doch nicht. Schauen Sie mal, ich habe schwarz auf weiß, als Scheidemann just nach der Ausrufung der Republik vom Balkon gegangen ist, da ist er dem Industriellen Richard Müller-Fulda auf den Fuß getreten. Erstens aus Versehen und zweitens hat er sich dafür entschuldigt. Ach, das war doch noch lange nicht alles. Die SPD hat sehr wohl sich mit der Obrigkeit angelegt. Die SPD hat 1918 hat sie das kaiserliche Schloss, wo Sie gerade davor stehen, beschießen lassen. Und zwar auf Befehl von Friedrich Ebert. War der Kaiser noch drin? Na, um Himmels Willen, nein, er hätte ja verletzt werden können. Ja, genau. Drinnen waren nämlich Ihre Leute. Was? Nein. Ah, gucken Sie nach. Die Volksmarinedivision. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, die Matrosen, das sind wir. Was? Ja? Was? Sie lassen die Matrosen beschießen, die die Revolution für Sie gemacht haben? Ja, ganz offensichtlich. Ja, aber wir waren doch verbündet. Ja, aber hier steht nur am ersten Tag der Revolution. Am zweiten hat die SPD sich dann wieder mit den alten Militärs verbündet. Aber gegen das alte Militär haben wir doch die Revolution gemacht für Sie. Ja. Das macht alles keinen Sinn. Doch, doch. Die SPD wollte halt nie eine richtige Revolution. Was die wollten, war in die Regierung. Da ist ja schon wieder eine Parallele. Ja. Und zwar eine endgültige, nicht wahr? Mit der sind wir nämlich dann fertig hier. Oh Mann. Moment, Genosse, wir bekommen noch unsere Gage für unsere Statistenrollen. Sind Sie sich sicher? Weil als die Matrosen 1919 ihren Sold für ihre Revolutionsarbeit von der SPD wollten, sind ein Teil erschossen worden. Ach, wissen Sie was, dann lassen wir mal das mit dem Geld lieber. Ja. Herr von Wagner, ich nehme alles zurück. Lieber, besser kann man die Folgen einer SPD-Revolution ja gar nicht darstellen. Grandios.